Heidi, grüß dich. Ja, Wolf, grüß dich. Wie geht's dir denn? Das muss ich dich doch fragen. Komm rein, ist zu kalt blasen. Also Heidi, ich muss schon sagen, hier in Ihrem schönen Landhaus bei München am brennenden Kamin ist es schon wesentlich gemütlicher als unser letztes Zufallstreffen. Das war, glaube ich, im November am Flughafen in Frankfurt. Du machst Plattenaufnahmen, du machst Fernsehen, du stehst auf der Bühne. Mit dem Film hast du momentan wenig zu tun. Was machst du am meisten eigentlich zurzeit? Also in dem letzten Jahr habe ich am meisten Theater gemacht. Mhm. Und Fernsehen. Dadurch, dass ich immer noch an Any Get Your Gun hänge und es auch noch einmal 8 Wochen spielen werde, bin ich durch das Theater am meisten beschäftigt gewesen. Ja. Ja, Any Get Your Gun, das bringt mich zurück auf eine andere Erinnerung, auf ein Interview, was wir beiden zusammen gemacht haben in Berlin. Das muss jetzt 1,5 Jahre her sein. Im Herbst vor 1,5 Jahren war das. Wir standen an einem grauen, verhangenen Herbsttag auf dem Kurfürstendamm in der Nähe der Gedächtniskirche im strömenden Regen unter einem Regenschirm. Erinnerst du dich noch? Ja. Mhm. Nur weiter. Ich weiß es auch noch so gut. Wir sprachen zusammen und damals hattest du wirklich moralisch und auch physisch einen Tiefpunkt. Du hattest dich gerade von einer schweren Krankheit erholt und das war, glaube ich, kurz bevor du deinen Brett, den du inzwischen geheiratet hast, kennengelernt hast. Und vor allem, das Allerschlimmste, es war einen Tag vor der Premiere von Any Get Your Gun. Ja, das war ein bisschen hart für mich, weil es doch meine erste Bühnenrolle war und ich auf Bühne überhaupt nicht trainiert war. Ich hatte überhaupt keine Erfahrung, weder mit einem großen Orchester ohne Mikrofon zu singen oder eine Rolle auf der Bühne zu spielen. Und ich war so nervös und hatte solche Angst, dass ich es überhaupt schaffe oder ob ich es schaffe oder was die Leute sagen. Das ist begreiflich und du hast es geschafft. Und inzwischen wissen wir ja alle, dass du als Anne Oakley in Any Get Your Gun ein ganz großer Erfolg, nicht nur in Berlin, sondern auch in München und in Hamburg geworden bist. Natürlich. Und das beweist nur einmal wieder, dass wenn man die Geduld und die Ausdauer hat, den tiefsten Punkt abzuwarten und zu überwinden, dann geht es wirklich aufwärts. Denn der Brad Halsey, den du damals kennengelernt hast, der ist inzwischen dein Mann geworden. Und dazu gratulieren wir dir natürlich ganz besonders herzlich. Sag mal, deinen Brett, den kriegt man nicht zu Gesicht jetzt, was? Was macht er denn überhaupt? Der schreibt gerade, macht erledigt seine Post. Komm, wir wollen es doch mal probieren. Brett! Ein bisschen lauter. Brett! Can you come over for a moment? Also er hat's gehört, er schreibt gerade seine Post. Vielleicht kommt er noch her. Und bis er kommt, Heidi, möchte ich doch etwas fragen. Schon. Er kommt schon, ja. Wie ist es denn so, verheiratet zu sein? Ach ja, also ich fühle mich sehr Brett, gut. Can you just move over for a moment over your ever-loving wife and just say hello to us? Also hier ist Brett Halsey. Brett, ich möchte euch beide, das war, I want to ask you a question, both of you. Es ist doch wahrscheinlich, man sagt es auch immer, ein großer Unterschied, ob man sich nur kennt oder ob man wirklich verheiratet ist mit allen Papieren und allem. I think it's a great difference, whether you just know one another or whether you are really married, stamped and sealed and everything, right? Yeah. You answer. Yeah. Brett, ich möchte euch beiden sehr viel Glück wünschen.